Hallo, ich bin Lina, ich komme aus Leipzig und ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen, die sich vielleicht in manchen Köpfen so zuträgt und sie heißt 10, 15 Minuten, dauert ungefähr 6 und sie geht so. Wegen des dumpfen Basses im Hintergrund der Szenerie gestaltet es sich schwierig, eine normale Unterhaltung zu führen. Das Clubgelände ist verwirrend, aber nicht unmöglich zu bewältigen. In der Warteschlange breitet sich eine solide Euphorie aus. Normalerweise wäre sie um diese Zeit ins Bett oder zumindest wäre sie nach Hause gegangen. Jetzt geht's doch hoffentlich erst richtig los. Mexikaner nur 1 Euro. Wenn man den Barkeeper kennt, kostenlos. Da geht's doch hoffentlich jetzt erst richtig los. Undefinierbare, aber stetig gleiche 128 Beats per Minute versprechen die Entgrenzung eines jeden Geistes. Zusammengefasst, Individuen sind in der Masse nichts wert, Basslast ruht auf abgetanztem Stress, jede Kniggeregel ist hier schlichtweg verkehrt, man vergisst sich selbst. Die Menge der Getränke verschwimmen ineinander und erzeugen im Kopf ein Durcheinander, das bringt Spaß mit dem Bass und ertränkt jedermanns Last, der Beat nimmt den Herzschlag gleich mit. In Adern und Venen fließt wie Blut die Musik, jeder Ton im Lied, jede Pause im Song wird sehnsüchtig erwartet, damit der ganze Körper letztendlich kontrolliert entartet, denn das und nichts Geringeres als das ist doch das, was man ab und zu braucht. Vergessen. Nein, verdrängen und die eigenen Probleme in der Masse vermengen, denn das ist doch genau das. Es wird spät. Und auch mit Relationsverlust zur Wirklichkeit besteht die Gruppe der 5 irgendwann nur noch aus 3. Die Zigarette glüht und Pflaume im Magen macht sich breit. Kater und Rausch setzen gleichzeitig ein. Es wird spät. Oder ist doch schon wieder früh? Wer kann da schon so sicher sein? Allgemeiner Konsens der Truppe meint, ich glaube, ich gehe jetzt mal heim. So beenden die Freunde das Gespräch und entfernen sich nach einigen Umarmungen in verschiedene Ecken der Stadt. Einer wohnt gleich da. Einer muss nach Norden und eine macht sich Sorgen, ob sie nicht doch zu viel getrunken habe. Sie läuft durch die Straßen. Es ist nicht sehr weit. Nur so 10, 15 Minuten vielleicht, deshalb läuft sie allein. Es ist April, tagsüber warm, doch abends weht der Wind in so einem Winkel, dass man glauben könne, es sei erst Mitte Februar. Er erwischt hier und da ein Stück ihres nackten Körpers unter ihrer Jacke und schaudert ihr Gänsehaut über den ganzen Rücken. Einsam wie in Plastiktüten über Pflastersteine, doch selten heben sie vom Boden ab. Alles in allem macht diese Straße bei Nacht doch eine wunderbare Western-Szenerie her. Denkt sie sich, sie fixiert ihre Gedanken lieber auf dem Weg. Die Straßenlaternen haben ja Lücken in ihrem Leuchtstrahl. Das kann auch wirklich nur in diesem Viertel passieren, flüstert sie sich heimlich in den Schal und legt dann Tempo zu. Mit gekreuzten Armen, gebeugtem Kopf, überzeugten Schritt und verleugneten Gedanken folgt sie der Bordsteinkante, die den Weg nach Hause geleiten sollte. Da sei schon niemand hinter ihr. Da ist schon niemand hinter ihr. Sie überzeugt sich lieber nicht. Sie denkt an all die Zeitungsberichte. Und und selbst wenn, darfst du schon nicht mit Fremden reden, das weißt du, und sie vermengt ihren Schal, ihren Kragen und ihr Kinn miteinander und provoziert in ihrem Kopf das Durcheinander, denn ihre Augenblicke werden automatisch sehr hektisch und sie fragt sich in diesem Moment, sag mal, macht es dich nervös, auch wenn du nur übertreibst, und darfst du hier in diesem Moment nicht sein oder verwirrt dich nur dein Geist? Ich frag dich hier und jetzt, sag mal, muss das denn eigentlich sein? Da war sie, die Haustür. Da war sie, die Angst, dass es heute nicht nur ihre wäre. Gebannt hatte sie sich aus Nervosität in ihre Jackentasche mit dem Feuerzeug die Hand verbrannt. Das war ihr nicht fremd. Doch unangenehm jedes Mal erneut. Fremd war nur das, was hinter ihr lag. Fremd nur das, was sie nicht sofort sah. Denn dunkel war es, der Mond schien helle, dunkel war es und sie ging schneller, schneller zu ihrer Tür. Heim. Sie hoffte ja immer noch, sie wäre ganz allein. Hinein, da wird schon niemand hinter ihr sein. Das hatte sie gehofft. Das hatte sie. Sie hofft. Sie schloss ihr Schloss auf, kramte noch, während sie im Treppenhaus lief, sehr schnell lief, den Wohnungstürschlüssel heraus, er fiel zu Boden, sie hob ihn auf. Alle Dinge, die hätten passieren können, waren in ihrem Kopf schon fast aufgebraucht, sie stieg hinauf, Treppe für Treppe. Herzschlag und Stufenknarren glichen einander, so fixiert, alle Geräusche hörten sie so verwandt an, nur 3 Etagen. 3 Etagen pure Qual, sowohl physisch als auch mental oben angelangt. Sie traute sich kaum, aber sie müsste sich doch nur einmal umschauen. Und da war im Treppenhaus, da war im fahlen und kalten Licht ihres eigenen Hausflures, da war es vielleicht ihre ganze Angst, da war es. Nichts. Sie war ganz allein. Und sie fragt sich in diesem Moment, warum muss die Angst in meinem Kopf denn so tief verankert sein? Danke.